Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scratches, dem Director's Cut. So, wir müssen uns immer noch mit ihm hier beschäftigen. Und ich habe keine Ahnung. Mit dem Hammer habe ich schon versucht. Und es klappt nicht. Also habe ich irgendetwas nicht gesehen. Das wäre voll gemein. Seltsamerweise ist jetzt an dem Inri-Zeichen irgendetwas anders. Kann ich denn da? Sinnlos. Nicht zweckdienlich. Ja, ob ich das jetzt toll finde, weiß ich gerade auch noch nicht so genau. Wie mies. Ich hätte gerne Licht. Hier. Ja, du schaffst das. Jetzt habe ich wirklich keine Lust mehr auf den Schalter. Oh, dein Ernst. Öl habe ich ja gar nicht mehr. Tja. Es ist stockduster hier. Nee, ich will. Nein! Ah! Warte mal, habe ich hier irgendwo eine Kerze oder sowas? Gar nichts, ne? Wobei, warte mal. Weil das ist ja stockduster da. Kann doch gar nicht sehen. Nee, das geht nicht. Na gut. Ich muss mal eben gucken. Bei mir ist es hier ja sowieso dunkler als im Spiel. In jedem geheimen Zimmer ist es fast unmöglich, irgendetwas zu sehen, aber das scheint eine Kerze zu sein. Ach! Ach, das hat er bestimmt eben schon gesagt, ne? Oh Gott, ja bitte. Oh, die bringt aber einiges an Licht, dieser kleine Stummel. Und was ist das? Ja, ist ja gut. Die meisten Bücher in dem Geheimzimmer sind über Okkultismus und afrikanische Kultur. Selbst ihre Titel sind unheimlich. Ach, der Heilige, was ist denn das? Ja, das sieht so aus, als wenn wir da gleich Spaß haben. Die seltsamen Titel wie was? Der Vermeil Mysteries lassen mich erschaudern. So sehr ich Bücher liebe, die hier will ich nicht einmal aufschlagen. Gut. Machen wir auch nicht. Das ist die Kerze. Hier sagt er dasselbe. Schade, ich kann mir die nicht angucken. April 63. Christopher, dieses werden womöglich die letzten Zeilen sein, die ich in dieser Angelegenheit schreiben werde. Ich befürchte, dass Catherine inzwischen begriffen hat, was ich hier die ganze Zeit gemacht habe. Ich habe vergebens versucht, es ihr zu erklären, und ich weiß, was es zur Folge gehabt hätte, wenn ich meine Bemühungen fortgesetzt hätte. Christopher, könntest du mir nur glauben? Denn ich weiß, dass deine Absichten redlich sind, aber ich spüre die Zweifel in deinem Herzen.
Lege doch für einen Moment die Vernunft beiseite und akzeptiere die Tatsache. Wenn es mir gelungen ist, der sich seit seiner Kindheit mit den Wundern der Wissenschaft befasst hat, dann kann es auch dir gelingen. Ich hoffe, dass du über die Möglichkeit der Wahrheit nachdenken wirst, wenn du in den Aufzeichnungen meiner letzten Ergebnisse gelesen hast. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass du diese Aufgabe übernimmst. Catherine beobachtet mich auf Schritt und Tritt und ich befürchte, dass sie zu drastischen Maßnahmen greifen könnte, wenn ich irgendetwas Ungewöhnliches tue. Wusstest du, dass sie außer mir dir auch noch mit anderen Ärzten gesprochen hat? Und mit Psychiatern? Mein Gott, ich fürchte, sie ist bereit, mich in ein Irrenhaus einweisen zu lassen. Ja, das hat bestimmt seine Gründe. Wie ist es möglich, dass keiner von euch mir Glauben schenken will? Als ob das, was mit meiner... Oh, mein Kater! Er hat Spaß. So, Entschuldigung. Als ob das, was mit meinem eigenen Sohn geschah, nicht Beweis genug war. In meinen beigefügten Aufzeichnungen findest du eine ausführliche, Abhandlung über den Ursprung des Fluches und was getan werden muss, um ihn zu brechen. Ich weiß, dass die Sache mit dem Amulett verrückt klingen muss, aber du musst mir vertrauen, der Stamm macht das seit Jahrhunderten. Willst du all diese Kenntnisse und Erfahrungen in den Wind schlagen? Christopher, sie haben einen Gott gegenüber gestanden und ihn überlebt, um es zu erklären. Jetzt sind wir an der Reihe, es zu überleben und die Geschichte zu erzählen. Ja, es hat ja wohl nicht ganz geklappt. Und Christopher, wenn es uns nicht gelingt, den Fluch zu brechen und mir etwas zustößt, dann will ich, dass du es tust. Und ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, wenn ich dich das frage. Er geht ab wie ein Zäpfchen. Es ist in der letzten... Es ist in der letzten Zeit immer gefährlicher geworden. Das ist natürlich überhaupt nicht lustig. Oh Mann. Ja, wir können unseren Kater nicht bändigen. Wenn der seine 5 Minuten hat, dann hat er die halt einfach. Das ist, so ist das nun mal, ne? Zögere nicht. Es gibt einfach keinen anderen Weg und du wirst der Einzige sein, der imstande ist, es zu tun. Versprich es mir. Versprich mir, dass du es tust. Ja, was denn? Ich weiß, dass ich dich damit bitte, kaltblütig zu töten. Oh Mann, das ist echt eine schlechte Stelle jetzt dafür. Aber Christopher, unser Leben und womöglich das Leben vieler anderer steht auf dem Spiel. Ist das nicht Grund genug, deinen Eid zu vergessen, James? Ach, das war schon. Okay. Ja, Entschuldigung. Lucky hat sich jetzt anscheinend auch beruhigt. Ich weiß nicht, wo er gerade ist. Okay, mehr kriege ich ja anscheinend auch nicht. Ich habe sowieso so einen komischen Zweig hier gefunden, was auch immer ich damit anstellen soll. Gibt's denn noch irgendetwas anderes, was ich übersehen habe? Ich weiß nicht, was das für Haken da sind. Ich guck nur gerade in meinem Aufnahmeprogramm, es ist wirklich deutlich besser zu sehen. Also das, was ich hier im Aufnahmeprogramm sehe, ist auch das, was man dann auf YouTube sieht. Gott sei Dank. okay, gut. Was haben wir denn noch nicht gemacht? Wir gehen hier erstmal raus. Gott, wie das immer rumst. Ich bin endlich in der Kapelle, wo Blackwood den größten Teil seiner Zeit... Ach so, da kommt jetzt gar nichts weiter. Echt jetzt?
Ja, zu wenig Erklärungen, ne? Auch warum ich den hier jetzt eingesackt habe. Wenn er dazu wenigstens mal was sagen würde. Also bei manchen Spielen ist das ja so, wenn du darauf klickst, dass es dazu dann einen Kommentar gibt. An dieser Stelle des Gartens. Ehrlich, ich bin der felsenfesten Überzeugung. Ich weiß nicht, wie das... Weil guck mal, hier ist der Turm. Und der ist auch zu sehen. Also muss es hier ungefähr... Aber er macht es auch einfach nicht, ne? Doch! Ja, bitte. Nein, nicht wieder zumachen. Nicht wieder zumachen. Ich bin doch noch gar nicht fertig. What the fuck? Hä? Aber was war denn das jetzt? Da ist nichts. Oder ist es die falsche Stelle? Warte, das muss ich ausprobieren. Das ist jetzt ja interessant. Scheiße. Gut, wir graben uns fröhlich. Hier ist nichts. Auf der Suche nach Catherine. Oh Gott, schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Aber warum macht das jetzt? Warum hat das vorher nicht gemacht? Den ganzen Garten umbuddeln. Ich schaff das. Irgendwie, irgendwann. So, warte mal. Hier ist der Turm. Den Turm hat man gesehen. Davon bin ich zumindest überzeugt. Muss aber irgendwo hier sein. Die Stelle ist nicht falsch. Er buddelt ja auch. Oh, das kann ja überall sein. Musst du denn immer die Schaufel weglegen? Vor allem hier sieht ja auch jeder Fleck gleich aus, ne? Abgefahren. Okay. Also, dass es hier irgendwo sein muss, da bin ich mir ziemlich sicher. Allein schon wegen dem Turm halt. Und weil es auch die einzige Stelle ist. Im gesamten, guck mal, ich meine, hier kann ich ja nicht ran. Die Frage ist nur, wo? Ich würde das nicht machen. Ernsthaft nicht.
Und die Frage ist auch noch, warum kann ich es jetzt machen? Was ist denn jetzt anders? Vielleicht, wenn ich hier irgendwo stehe. Weil ein Hinweis oder sowas habe ich ja gar nicht bekommen. Vielleicht sollte ich die Löcher ab und zu auch mal abchecken. Catherine, wo bist du? Jetzt wäre das Ganze nicht schon makaber genug, ne? Dass wir überhaupt im Garten buddeln. Nach einer Leiche suchen. Er hat gut gegraben. Vielleicht ist es auch schon verwest. Wer weiß das so genau? Naja, verwest ist er garantiert. Ich weiß gar nicht, welches Jahr wir haben. Hier ist der Turm. Aber hier ist einfach nichts. Gibt es hier irgendwo eine bestimmte Stelle? Sagt er irgendwo was anderes? Nee. Weil hier kannst du ja echt dann ewig graben. Vielleicht gucken wir uns das Bild gleich nochmal an. Ich glaube, wir machen das mal eben. Ob es da einen genaueren Hinweis drauf gibt, wo ich graben muss. Vielleicht kann ich das anhand der Steine irgendwie sehen, wie die gesetzt sind oder so. So, warte mal eben. 14 Uhr. Kann ich James anrufen? Jerry, nicht James. Ja? Jerry, ich bin's. Michael, ich wollte dich gerade anrufen. Warum? Ich habe über das nachgedacht, was du mir erzählt hast. Und da könnte etwas dran sein. Jetzt mache ich mir Sorgen um deine Sicherheit. Das könnte gefährlich werden. Was meinst du mit gefährlich? Naja, angenommen, du hast recht. Und James Blackwood versteckt sich tatsächlich irgendwo im Haus. Er ist ein Wahnsinniger, ein Mörder. Und dein Leben könnte in Gefahr sein. Jerry, wenn James Blackwood noch lebt, muss er ein harmloser, klappriger alter Mann sein. Es dürfte kein Problem sein, mit ihm fertig zu werden. Ja, und wenn er bewaffnet ist? Das Risiko gehe ich ein. Inzwischen weiß er sicherlich, dass ich hier bin. Was ist, wenn er nur darauf wartet, dass ich abreise, damit er flüchten kann? Ich darf diese Gelegenheit nicht verpassen. Was für eine Gelegenheit, um Gottes Willen! Zu wissen, ich stecke da schon zu tief drin, Jerry. Und wenn ich nicht erfahre, was in diesem Haus geschehen ist, wird es mich ewig in meinen Träumen verfolgen. Du bist besessen. Du solltest dein Buch beenden und zur Ruhe kommen. Und jetzt sieh dir das an. Was willst du deinem Herausgeber sagen? Wer weiß, vielleicht inspiriert mich diese Episode für den Schluss. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr zurück, Jerry. Es ist zu spät. Ich kann's nicht fassen. Hast du keine Angst, noch eine Nacht in diesem Haus zu verbringen, wo sich ein unheimlicher alter Mann im Keller versteckt? Ich weiß, was du damit erreichen willst. Auf Wiederhören, Jerry. Michael! Michael, das ist gefährlich! Hörst du mich? Gefährlich! Du musst dieses Haus verlassen! Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay, irgendwie hat man mittlerweile so ein bisschen, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass Michael so ein bisschen, überschnappt. Was ja anscheinend in diesem Haus nicht ungewöhnlich ist. Also ich weiß nicht, ich finde diese Wissbegierde nicht unbedingt normal.
Und wenn, macht man sowas auch garantiert nicht auf eigene Faust und alleine. So, ich will mir das Bild noch einmal anschauen. Genau, hier kannst du den Turm sehen. Den Schatten des Turms sieht man jetzt natürlich nicht. Also ich vermute einfach, dass es der Turm ist. Hier sind die drei Steine gesetzt. Ja, ich glaube, ich muss einfach auf gut Glück buddeln, oder? Ja, dann buddeln wir weiter. Irgendwann werde ich sie schon finden. Es ist natürlich doof, dass man alles umgraben kann. Wie ich dran gehen soll, ehrlich gesagt. Okay, Barbara rufen wir jetzt nicht an. Krass, wie langsam die Uhrzeit auf einmal vergeht. Sonst war das immer so schnell. Was? War da jemand am Tor? Was? Was? Räumungsbefehl. Mr. Michael Artate. Aufgrund von Unregelmäßigkeiten, bei denen durch Mr. Jerry P. Carter getätigten Erwerb von Black Mirror Manor, sehen wir uns leider gezwungen, Ihnen den weiteren Aufenthalt mit sofortiger Wirkung zu untersagen. Aha. Bei Zuwiderhandlung drohen Strafanzeigen bei den zuständigen Behörden. Sie werden hiermit aufgefordert, innerhalb von 2 Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung die Immobilie zu räumen. Das Datum des Poststempels ist maßgebend. Am Montag, dem 14. Oktober, wird Blackwood Manor von was? Von mein? Von nein? Ich? Von ein? Werden sie ohne weiteres Ankündigungswort verhaftet. Aha. Ach nee, von der Polizei überprüft. Hier, okay, Entschuldigung, ich bin eine Reihe weggerutscht. Sollten sie noch anwesend sein? So, jetzt gibt es so Sinn. Bund für Naturschutz und Denkmalpflege 1976. Ah, darum also hatte mich Jerry so bedrängt, das Haus zu verlassen. Mich trifft die bittere Erkenntnis, dass er nicht mehr kommen würde und dass es Zeit ist, herauszufinden, wie ich aus diesem Haus komme. Tja, das ist natürlich eine spannende Frage, wenn man bedenkt, dass die Batterie im Arsch ist. Ach, jetzt die Batterie eingesackt. Okay. Gut, ich gehe nochmal da, wo wir graben können und dann beende ich den Part. Graben tun wir im nächsten Part weiter. Ein kleines bisschen sind wir ja doch vorangekommen. Und irgendwie werden wir sie schon finden. Es spiegelt sich hier gerade auch gar nicht so, ne? Nein. Also ich kann gar nicht so mit Gewissheit sagen, okay, hier wäre die Stelle. Ich würde sagen, hier so. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Oder hier. Keine Chance. Okay. Dann schaufle ich das noch wieder zu. Danke fürs Zusehen, wenn du mir bis zum nächsten Mal. Tschüssi.